Herzlich willkommen zurück zu einem neuen Zelda-Stream. Wir waren genau da, wo wir beim letzten Mal aufgehört haben. Es geht nach wie vor. Wer spoilert, der wird aus den Kommentaren gebannt. Tipps sind auch nicht so bedingt erwünscht. Und damit können wir eigentlich auch hier da weitermachen, wo wir letztes Mal aufgehört haben. Für YouTube sage ich hier schon mal an der Stelle, dass der Stream heute mit höchster Wahrscheinlichkeit, also das Video, ein bisschen kürzer ausfällt, weil ich heute eigentlich was anderes geplant hatte und nach einer Stunde ich wechseln musste, weil es nicht funktioniert hatte. Also der heutige Stream, der fällt definitiv kürzer aus. Hab dann so gesehen eine Art Mini-Video. Jedenfalls, ich habe offscreen nicht sonderlich viel gemacht. Ich würde heute gerne weiter den Untergrund erkunden. Man sieht ja eigentlich auch, dass ich nicht viel gemacht habe. Hab kein Sonanium, nix. Oh, ich könnte mir ein paar Energiesphären kaufen. Ich müsste jetzt erstmal gucken, was überhaupt mein Ziel ist. Es gibt doch auch im Untergrund einen Tempel. Wo findet der denn eigentlich statt? Ach, direkt hier unten. Da sind die ganzen X, also auf der Seite haben wir so oder so nichts mehr zu suchen. Also würde ich mal sagen, gehen wir hier zu der Hinsu-Wurzel und gucken uns direkt mal diesen Untergrundtempel an. So, in der Richtung erwartet mich ein Tempel. Es wäre schön, wenn ich dort vielleicht erstmal. Reicht nicht hoch genug. Wenn ich erstmal hier eine Knospe dort in der Nähe finden würde. Das wäre mehr als nur ein bisschen praktisch. So, ich würde hier gerne irgendwo durch die Decke, da ich ein bisschen weiter oben bin. Von oben sehe ich mehr. Da sehe ich auf jeden Fall eine. Das könnte die in dem Gebiet sein. Das heißt, ich hole jetzt erstmal die Wurzel dort hinten. Ich kann ja auch von dem Felsen aus gucken. Vielleicht sehe ich da mehr. Ich habe immer noch keinen blassen Dunst, wofür diese Irrlichter sind, ne? Wirklich gar keinen. Da sehe ich auch was leuchten. Die beten da eine Flamme an. Was ist denn das für ein dicker, fetter Klumpen? Also, meine Damen und Herren, wie Sie sehen, sehen Sie nichts. Ich habe genau zu den Viechern geschossen. Da wäre aber nichts für mich zu holen. Weißt du, Vivi? Kumpel, gib mir Wind. Hätte nicht gedacht, dass das klappt. Soll man in weite Ferne mal einen Pfeil schießen, dass ich da hinten noch was sehe? Sieht auch schon wieder aus, als ob da entweder eine Basis von denen ist oder irgendwie so eine Art Untergrundkonstruktion. Was einsammeln könnte. Das ist eigentlich ein Herz, das juckt mich recht wenig. Solange man nicht lang drin steht, passiert einem ja nicht sonderlich was. Hip.
Bin eh knapp an der Wurzel. So, gleich haben wir Licht. Die Uisinok-Wurzel. So, ist der Bereich, den ich aufgedeckt haben will, damit auch aufgedeckt? Nee. Oder? Doch, ich habe den Bereich damit dann aufgedeckt, den ich aufgedeckt haben will. Sieht aus, als wäre hier hinter auch nochmal irgendwas. Eine Karte her. Okay, ist aber nicht. Okay, dann reise ich jetzt dahin zurück. Am besten von hier aus. Okay, von der Seite aus, sagt mir das Spiel. Keimerlinge sind ganz gut, wenn man sich anschleichen will. So, laut Karte hier. Vielleicht muss man auch von der Oberwelt kommen. Wo wäre das denn? Das wäre ja genau bei dem Spähposten. Wetten, ich verschwende jetzt noch mal eine Stunde eurer Zeit. Warte mal, ich guck mal erstmal ins Tagebuch. Ach, hier ist wahrscheinlich nichts. Oder wie? Ja, da ist Decke. Jetzt ist das auf Oberweltkarte eingestellt. Also sind es eigentlich diese Statuen, die ich suche. Da haben wir diese Statuen. Folgen wir noch einmal mal den Blicken der Statuen. Ich glaube, die enden dort. Oh nee, da habe ich, glaube ich, was eingesammelt. Wenn ich mit dem Schild da durchgrinde, dann zählt es nicht. Also dafür, dass ich diese Verderbnis abbekomme. Wieder was gelernt. So, einfach den Statuen folgen. Dann erreiche ich heute zumindest etwas. Natürlich, wenn ich eine Wurzel auf dem Weg sehe, nehme die natürlich mit. Was bist du denn für ein Boss? Ein Gigama. Dich will ich bekämpfen.
Ich würde nur gerne, dass du mir vorher ein Foto lieferst. Ah, ich habe schon eine Ahnung, wie man dich bekämpft. Habe ich noch Bomben? Nee. Ich habe eine Rakete, die ich dir zu essen anbieten kann. Hier, falls du Hunger hast. Spreng dich halt selbst. Nein, ich will kein Futter werden. Kann ich auf dich draufklettern, wenn ich gut genug bin? Ich bin zu kacke, dieses Auge zu treffen, ne? Ja, ich glaube, man soll da hoch. Seinen Hinterteil. Ja, ungefähr wie diese Ivarocks. Was hindert mich daran, jetzt einfach auf deinen Rücken zurückzufliegen? Ach, das hindert mich daran. Oder auch nicht. Gigama besiegt. Hab ein bisschen mehr gerade erwartet. Einmal kurz das Sonanium rausgrapschen. Weil irgendwas davon muss ich fotografieren. Ah, okay, den Zahn nur. Heben wir den einen mal auf. Okay. Und dann machen wir von dem jetzt ein schönes Foto. Ja, recht einfacher Boss, ne? Brauchst nur einen Hammer dabei haben. Schon ist der easy. Und der droppt richtig viel Sonanium. Also der darf ruhig ein paar Mal häufiger auftauchen. Das Sonanium, was da mitten in der Verderbnis liegt, das hole ich mir nicht. Ich habe durch den Kampf jetzt gerade auch noch gelernt, ich kann ruhig so gesehen aufs Maul fliegen in der Verderbnis. Ich kriege erst den Schaden, wenn ich wieder aufstehe. Immer schön, was dazu zu lernen. So, jetzt habe ich die Statuen aber, glaube ich, aus dem Blick verloren. In die Richtung. Ich bleibe aber, dieser Gigama, der darf ruhig ein paar Mal öfter auftauchen. Ist ein cooler Gegner. Ich frage mich, ob es was gebracht hätte, einfach zu sagen, hey, ich schließe mal eben kurz eine Zeitbombe dahin. Und dann frisst er die. Das würde ich gerne mal ausprobieren. Na komm, ich weiß, ob du willst. So, darf ich mir ein schönes Auto jetzt hier zusammenbasteln? Mein Vehikel dreht sich ein bisschen, das ist sinnfrei. Aber es hebt zumindest ab. Also weiter im Text, in die Richtung. Da oben will mir wieder jemand was schenken.
Was verschenkst du mir denn da oben? Ein Ritterschwert. Das heilige Reiseschwert, es schwebt in der Luft. Hat halt ultra viel Haltbarkeit, ne? Warte mal. Ich glaube, ich sehe den Tempel schon. Ich glaube zumindest, dass der gemeint ist. Ansonsten gehe ich einfach wieder hoch. Aber er sieht schon tempelmäßig aus, also würde sagen, das hier ist richtig. Guck, da vorne will auch was angetatscht werden. Schreit fast mich an. Ja, Autorisierung war erfolgreich. Oh, kriegen wir die letzte Fähigkeit für die Hand? Automatik. Lol. Ich kann damit Konstrukte abspeichern. Ah. Würde er sich auch die Sonaubauteile einfach aus meinem Inventar holen oder muss ich die erst ablegen? Ja, das würde ich schon gerne ausprobieren. Dann hat sich das heute auf jeden Fall gelohnt. Das würde mir das ein oder andere Mal echt viel Arbeit abnehmen. Ja, das ist jetzt wieder dran. Der hat so eine Verlaufsliste. Ich dachte, ich speichere das wörtlich ab. Ja, das ist praktisch. Die Fieslinge. Oh, dich kenne ich doch.
War ich nicht. War ich nicht. Verwechselt mich mit jemandem. Der war beim ersten Witz. Nein, alles fair. Irgendwie genieße ich das gerade. Das sieht sehr lustig aus, wie die sich aufregen. Hallo? Ein Moment. Nein, Katze zurückhaben. Hey, weißt du was? Danke für das Fahrzeug. Oh, du kannst uns verschwinden lassen. Easy. Das funktioniert offenbar auch. Okay, das Fahrzeug kann ich nicht zurückfahren lassen. Kann ich, wenn ich gut bin, auch zu ihm raufspringen? Hallo! Es geht. Die Frage ist direkt beantwortet. Richtig easy, den zu bekämpfen. So bleibt ein Witz. Oh, machst du es mir noch mal leichter? Oh, jetzt gibst du Vollgas. Okay. Ist aber auch dein Verhängnis, Kumpel. Junge. Ey, ich habe nur bei den ersten zwei Taschenspiele Strick verwendet. Danach bin ich zu dir raufgerannt. Gegen die Wand fliegen? Schade.
Aber danke für die Kiste. Ich denke mal, die Mission haben wir abgeschlossen. Oh, direkt 100. Ja. Richter direkt hinterher. Gerne. Was auch immer du mir schenken willst, ich nimm's mal. Ah, ich kann auch bestimmte Teile finden, also Baupläne, und mir so die Arbeit schenken. Klar. Sitzt, passt, wackelt und hat Luft. Und das darfst du mir gerne geben. Zehn kann ich mir gönnen. Die Energiesphären, die kann ich auch so finden. Aber die Kristalle nicht. Habe ich hier einen Schnellreisepunkt? Ja. Ich würde dann einmal ganz kurz eben kurz hier zum Spähposten zurück. Weil hier ist ein Batterietyp. Dann würde ich erstmal meine Batterie aufwerten. So, dann kann ich nämlich meine Batterie aufwerten. Ja, bitte. Danke sehr. Jetzt kann das nämlich wesentlich länger halten. Sobald ich da das Maximum erreicht habe, gebe ich natürlich nur noch für diese Energiesphären aus. Aber da ist ja noch weit Luft nach oben. So, möchte eventuell noch die eine was von mir, die mir diese Aufgabe überhaupt erst gegeben hat mit den Statuen? Ja. Ja, die Bautomatik. Was hast du denn für mich, meine Liebe? Ach, auch noch eine Steinplatte. Was hast du denn für mich? Ach, von dem Ballon. Ja, zur Not hätte ich meinen eigenen gebastelt. Ja, kann ich machen, wenn ich schon hier bin. Sofort.
Gern geschehen. Vor allen Dingen, im Gegensatz zu mir ist das perfekt gebaut. Das wird auf jeden Fall noch nützlich. Dein Ballon ist heile. Ach, danke für das große Sonanium. Ich brauche aber 3, um eine Energiezelle zu bekommen. Ja, hoffentlich. Aber das Hauptziel hätten wir geschafft. Das hat sich auf jeden Fall auch gelohnt. Das ist nicht so gut. Okay, wahrscheinlich wieder eine neue Nebenquest. Jetzt würde ich sagen, wieder zurück nach unten. So, wir haben ja diese Bautomatik. Damit können wir das Ding ja jetzt instant wieder zusammenbasteln. Echt praktisch. Kennt ihr jetzt, wenn bei euch eine Fliege im Zimmer sitzt und ihr sie nicht kaputt kriegt? Da wäre auch noch mal so ein Steuerknüppel, glaube ich, oder? Nee. Ich will mich noch umschauen, bevor ich damit losfliege. Kann ja sein, dass wir was finden. Okay. Ich denke mal weiter hoch. Hat sich gelohnt, hier ist eine Kiste. Mit einem großen Sonanium. Ich nehme alles zurück. Hat sich nicht gelohnt. Ich habe gehört, Abflug. Wir haben ja jetzt auch mittlerweile richtig viel Energie. Ich würde hier gerne landen. In der Lore kann ich ja da auf den Schienen fahren. Ist ein gratis Hammer für mich.
Ich habe zwar noch keine Ahnung, wofür die sind, aber ich nehme sie mit. Ich habe das Gefühl, ich laufe hier gerade falsch. Können sie auch so machen. Können ja dahin. Heute noch. Dass wir uns noch das eine X holen. Dass wir jetzt nicht Koga verfolgen, sondern uns wirklich jetzt hier einfach noch was holen. Seht ihr auch diese wunderschöne Sache hier gerade vor mir? Diesen wunderschönen Klumpen. Kann ich ja meine Tasche direkt nochmal erweitern, also meine Batterie. Ich glaube nicht, dass ich hier hochkäme. Ich sehe da was. Die Statue guckt genau in die entgegengesetzte Richtung. Noch gemerkt, dass ich das falsche Objekt in der Hand habe. Kriege ich eine Lore? Ich kriege eine Lore. Mit einer Batterie halt dran. Oh, und noch einen anderen Turboantrieb. Boah, das gibt ordentlich Zunder. Ab die Post! Ich bin übers Ziel hinausgeschossen! Ich teleportiere mich mal. Im besten Fall, glaube ich, da einmal kurz hoch. Ich sehe da keine Wurzel in der Richtung. Aber ich sehe was anderes. Sieht auch mega interessant aus. Ich folge gerade sogar eine Statue damit. Ja, die sind verdächtig. Ein Jäger. Ha ha ha!
Und tschüss. Danke für das Kurzschwert. Weißt du, was ich damit mache? An mein anderes Kurzschwert dranhängen. Das doppelte Kurzschwert. Das nehme ich mir mal mit. Das kann ich da hinten gleich gut gebrauchen. Ach, diese Jägertyp muss man dafür auch ausschalten. Ich habe jetzt einfach nur den ausgeschaltet, der so komisch geleuchtet hat. Ich dachte mir, das passt schon. Ja, jetzt kann ich mir auf jeden Fall eine weitere Batterie gönnen. Ein Jägerbauplan. Was ist denn das? Ein Einrad. Das, was der da benutzt. Na gut, solange es funktioniert, ne? Denkt man sich auch. YOLO. Der denn da getroppt? Ja, Leute, ich war so geil. Diese 6 Turbine konnte ich da nicht liegen lassen. Nicht immer die Bomben werfen wollen. Ganz doofer Fehler. Ich denke, wir können hier schon noch was finden. Zum Beispiel die Schwertbananen der Jägers in ihren natürlichen Lebensraum. Was haben wir denn dort? Ja. Ja, wenn das Teil umkippt, ist natürlich Unfall vorgesehen, ne? Was war Nummer 3? Es waren noch 3 Dinger, oder nicht? Die können nicht zählen. So, nebenbei, wie behindert seid ihr eigentlich? Wie kann man etwas in die Verderbnis reinbauen? Ich will das Ding jetzt mal benutzen. Alter, steuert sich das krebsig. Was ist das überhaupt da vorne dran? Ich dachte, das wäre eine Waffe. Ich kann das Ding von denen nicht auseinandernehmen. Okay, ansonsten scheint hier nichts zu sein.
So, direkt auf den Pilz. Hätte gerne eine Knolle sichtbar gehabt. Na gut, ich sehe gerade die Uhrzeit. Ich würde sagen, wir holen uns jetzt noch eben kurz die Batterie. Also ja, ich würde jetzt hier mir die Batterieerweiterung noch holen. Pro 100 kriegt man ja eine. Und dann würde ich für heute Schluss machen. Ich habe ja schon im Vorfeld gesagt, dass Zelda heute kürzer ausfällt. Wenn ich das sage, dann meine ich das auch so. Ja, hier bitte. Ich finde es auch schön, dass er von alleine hochrechnet, dass ich nicht mehrmals mit ihm sprechen muss. Ist wahrscheinlich ein richtiger Luxus, so 12 Batterien zu haben. Oder sogar noch mehr. Da gehen ja noch 9 rein. Können aus 26 dran fügen. Warte mal. Ja, 26 würden noch dran gehen. 7 haben wir momentan. 33 hat man am Ende. Ist richtig viel. Na gut, wie gesagt, ich würde sagen, wir machen hier dann jetzt für heute Schluss. Haben ja trotzdem was Wichtiges erreicht. Wir haben die Bautomatik. Damit können wir jetzt Sachen zusammenbasteln und auch abspeichern. Ich würde mir ein Konstrukt gerade ganz gerne mal abspeichern. Wir haben ja auf jeden Fall gelernt, dass sich das aus der Umgebung holt und nicht aus dem Inventar. Mein Lieblingskonstrukt darf er nämlich einmal abspeichern. Das liegt jetzt so auf der Kante. Sagen wir neben das hier. Und er fügt das selbstständig zusammen. Passt doch. Wenn es euch heute gefallen hat, Leute, dann lasst ein Abo und ein Like auf YouTube da. Und natürlich auch beim Twitch-Kanal ein Follow. Und von YouTube verabschiede ich mich an der Stelle als erstes. Ich hoffe, ihr hattet einen schönen Abend. Beziehungsweise einen schönen Tag mit dem Video. Und wie gesagt, euch sage ich hiermit dann ciao.